In diesem Video nähen wir einen Tür- oder Dekokranz für die Advents- und Weihnachtszeit. Hallihallo, schön, dass du vorbeischaust. Hier ist Theresa von Sammy Dolls. Es ist mal wieder Zeit für ein Freebie des Monats. Alle meine Freebooks können in meiner Facebook-Gruppe heruntergeladen werden, in den Dateien. Der Link ist unten in der Videobeschreibung und falls du keinen Facebook-Account hast, dann kannst du mir eine E-Mail via meiner Webseite schreiben. Und jetzt geht's los! Wir brauchen die ausgeschnittenen Kranz- und Dekoteile. Beginne den Kranz zu nähen, indem du jeweils zwei der vorderen Kranzteile zusammennähst. Dann hast du ein Kranzviertel. Nähe anschließend jeweils zwei dieser Kranzviertel zusammen, um eine Kranzhälfte zu machen. Bügele die Nähte zu einer Seite. Lege jeweils ein vorderes und ein hinteres Kranzteil aufeinander und stecke die beiden Teile zusammen. Nähe entlang der inneren und äußeren gerundeten Kanten. Mache kleine Schnitte in die Stoffkurven, damit der Stoff nach dem Wenden und Stopfen besser liegt. Wende eines der Kranzteile nach außen. Stecke das nach außen gewendete halbe Kranzteil in das andere und stecke die beiden Teile an einem Ende zusammen.
Nähe entlang der festgesteckten Kante. Wende den Kranz nach außen. Stecke das andere offene Kranzende so gut es geht zusammen, sodass die rechten Seiten der beiden Kranzenden aufeinandertreffen. Dies ist ein bisschen fiddelig, aber du kannst es schaffen! Nähe entlang der festgesteckten Kante, soweit es geht. Lass ein Stück der Naht offen, um den Kranz zu stopfen. Nun ist es Zeit, den Kranz zu stopfen. Ich benutze Polyfill, also Polyester-Füllung. Geschafft. Schließe die Öffnung von Hand. Mein Kranz ist nicht so ganz regelmäßig geworden, weil ich den Stoff nicht richtig im schrägen Fadenlauf geschnitten habe. Aber das machst du natürlich ganz anders, so wie es im Schnitt angegeben ist. Dann sieht dein Kranz hoffentlich ein bisschen regelmäßiger aus. Das ist hier auch mein erster Versuch. Der nächste wird dann bestimmt ein bisschen gleichmäßiger. Nun geht es an die Ornamente. Bügle das Bügelvlies auf die linke Seite der inneren Sockenteile. Du kannst es auch auf die untere Hälfte der äußeren Sockenteile bügeln. Das ist dann ein bisschen einfacher mit dem Wenden der Socke.
wenn man es auf das äußere Teil bügelt. Hefte ein gefaltetes Stück Band an die obere Kante eines der inneren Sockenteile. Nähe den oberen Teil des inneren Sockenteils an das untere Sockenteil. Wiederhole dies für das andere innere Sockenteil. Hier brauchst du kein Band anzunähen. Nähe die beiden inneren Sockenteile zusammen und lass die obere Kante offen. Lass auch eine Wendeöffnung an einer Seite. Nähe die äußeren Sockenteile zusammen. Wende das äußere Sockenteil nach außen. Stecke das äußere Sockenteil rechts auf rechts in das Innere und nähe sie zusammen entlang der oberen Kante. Wende die Socke durch die Wendeöffnung nach außen und schließe die Wendeöffnung entweder von Hand oder mit der Nähmaschine. Ich habe diesmal die Nähmaschine benutzt, weil ich ja das Innere dieser Socke wahrscheinlich nie wieder sehen werde, wenn alles schön dekoriert ist und zusammengenäht ist.
Falte die obere Kante nach außen um und die Socke ist fertig. Wenn du magst, näh noch eine oder zwei. Schneide jeweils zwei der Ornamententeile aus Stoff aus und nähe sie zusammen. Lass jeweils eine Wendeöffnung offen. Ich nähe hier gerade das Engelchen, das hat es dann aber doch nicht auf meinen Kranz geschafft, weil da einfach nicht genug Platz war für all die schönen Ornamente. Aber das gleiche Prinzip geht für alle anderen Ornamente auch. Einfach rundherum nähen und dann eine kleine Öffnung zum Stopfen lassen. Mache kleine Schnitte in die Stoffkurven, schneide die Ecken ab, wende den Stoff und stopfe alle Ornamententeile. Nähe die Wendeöffnung von Hand zu und verziere die Ornamente mit Knöpfen oder Perlen, wenn du magst. Dekoriere den Kranz mit Bändern, Ornamenten, Schleifen und so weiter. Thank you.
Ich habe einige Ornamente direkt an den Kranz genäht und andere mit einem Band versehen und am Kranz festgebunden. Und dann haben wir es auch schon geschafft. So sieht mein Kranz jetzt aus. Ich habe mich an die traditionellen Rot- und grünen Farbtöne hier gehalten, aber es wäre natürlich auch klasse, das mal in ganz anderen bunten Farben zu sehen. Wenn du Lust hast, dann schick mir doch ein Foto von deiner Kreation in die Sammy-Facebook-Gruppe. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich total freuen, eure Kreationen und Ideen zu sehen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr werdet viele Kränze hier nähen für die Advents- und Weihnachtszeit oder vielleicht auch für andere Anlässe. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und hinterlass mir einen Kommentar mit deinem Feedback und Videowünschen. Wenn du Lust hast, kannst du mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter finden. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!